herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich jetzt heute mal dafür auf dem Balkon gechillt, weil das Wetter gerade echt bombastisch ist. Da liegt Chabo übrigens auch nur gerade in seinem Bettchen. Und ich wollte heute mal euch ein bisschen mitnehmen, wie denn bei uns momentan so der Alltag ausschaut. Wie viele von euch schon mitbekommen haben, hat Chabo die Diagnose Leishmaniose bekommen. Und wir sind jetzt auch schon seit 2 Wochen an der Behandlung ran. Und ja, da wollte ich euch einfach mal so ein bisschen mitnehmen und euch auch sagen, was ist denn eigentlich Leishmaniose oder was heißt denn das jetzt? Seit Oktober waren wir ja bei insgesamt 3 Ärzten und hatten unterschiedliche Untersuchungen machen lassen, weil Chabo angefangen hat, so kleine Hautpustelchen zu bekommen und die dann auch nicht weggegangen sind. Er hatte das letztes Jahr schon mal. Da habe ich einfach Aloe Vera drauf gemacht und nach ein paar Tagen war das weg. Aber dieses Jahr ist es dann wirklich ausgebrochen und es ging dann auch so weit, dass es eben die Pfoten befallen hat und auch extrem in den Ohren waren. Dann habe ich natürlich sofort beim Tierarzt angerufen, war da auch vorstellig. Bei dem Tierarzt war ich nicht so zufrieden. Falls euch das Thema Tierarzt mehr interessiert, dann verlinke ich euch hier das Video. Da könnt ihr das auch mal anschauen. Da gebe ich auch ein paar Tipps, wie man denn den Hund jetzt besser auf den Tierarztbesuch vorbereiten kann. Naja, nach viel hin und her und auch leider unnützen Medikationen, weil einfach nicht die Ursache behandelt wurde, sondern einfach nur versucht wurde, irgendwas zu geben, was halt diese Symptomatik irgendwie bekämpfen könnte, habe ich dann endlich einen Termin bei der Tierärztin auch bekommen, die ich von Anfang an haben wollte. Das ist hier eine deutsche Tierärztin auf der Insel, eine mobile Tierärztin. Das heißt, sie kommt zu einem nach Hause, was ich natürlich super toll finde. Vor allem bei so einem Angstpatient wie Chabo mittlerweile ist, ist das natürlich auch trotzdem besser, weil er einfach in einer gewohnten Umgebung ist. Wir haben dann vor circa 3 Wochen, glaube ich, war das, auch eine Hautbiopsie gemacht. Das heißt, wir haben Chabo sediert. Und es wurden so Hautstanzen genommen, also so von der Haut mit so einem Stanz da rein gestochen und dann so ein Stück Haut abgeschnitten. Boah, das kann ich gar nicht sehen. Und auch noch weitere Untersuchungen eben, wo wir mit der Haut eben weitergemacht haben, weil es eben extrem geworden ist. Also er hat auch richtig gestunken, es war ein richtiger Pilzbefall. Als ich dann mal nach Hause gekommen bin, bin ich fast vom Glauben abgefallen, weil er auf einmal so gestunken hat, mein Hund. Und dann bei dieser Biopsie und noch weiteren Blutuntersuchungen, weil ich auch gesagt habe, ich will nochmal alle Mittelmeerkrankheiten, ich will nochmal die Schilddrüse untersucht haben, alles das, was irgendwie damit zusammenhängen könnte, wollte ich nochmal gemacht haben, kam dann eben die Diagnose Leishmaniose. Hier auf der Insel ist das leider eine etwas verbreitetere Krankheit. Das ist eine Krankheit, eine Infektionskrankheit, die über die Sandmücke übertragen wird. Und die eben diese Kleinstlebewesen, diese Leishmanien in den Hund absetzt. Kann auch ein Mensch bekommen, allerdings wirkt sich das dann meistens an der Einstichstelle so aus, dass die nicht richtig verheilt und entzündet ist. Bei Hunden ist das wesentlich schlimmer, es ist nicht heilbar, es kann nur behandelt werden. Und unbehandelte Hunde sterben auch innerhalb von einem Jahr, also das ist nicht selten. Wir haben das Glück, dass es noch nicht die Organe befallen hat, dass wir das trotzdem rausgefunden haben und es nicht auf die Organe gegangen ist, sondern sich hauptsächlich auch über die Haut jetzt gezeigt hat. Es gibt nämlich auch die Variante, dass es auf die Organe geht und das ist dann wirklich richtig schlimm. Da Chabo von uns ja jeden möglichen Schutz, den man eigentlich gegen Leishmaniose aufbringen kann, bekommen hat, gehen meine Tierärzte nämlich stark davon aus, dass er das schon zuvor hatte, also bevor wir ihn adoptiert haben. Und das Tückische an dieser Krankheit ist, dass die lange auch nicht ausbrechen kann und unentdeckt bleibt. Und deswegen auch mein kleiner Tipp an euch, wenn ihr euch Hunde aus dem Ausland holt und auf einmal irgendeine Symptomatik auftaucht, nach Jahren auch, die ihr irgendwo nicht zuordnen könnt und ihr habt euren Hund aus wärmeren Umgebungen, Griechenland, Spanien, Portugal und so weiter, dann lasst die Mittelmeerkrankheiten abchecken. Also es kann auch sein, dass längere Zeit das eben nicht entdeckt ist und dass es zu dem Zeitpunkt sogar untersucht wurde, bevor der Hund ausgereist ist, es aber negativ war. Also nur so als kleiner Tipp am Rande, weil in Deutschland das einfach nicht so verbreitet ist zum Glück, aber man sollte die Hunde auf jeden Fall schützen. Also wir haben Chabo eigentlich auch regelmäßig impfen lassen dagegen. Er hatte immer ein Scalibor-Halsband drauf. Das Scalibor wird er auch weiterhin dann tragen, wenn die Saison dann auch weiter anfängt, denn es gibt auch verschiedene Formen von Leishmaniose. Und da möchte ich natürlich meinen Hund vorschützen und natürlich auch andere Hunde. Wenn jetzt eine uninfizierte Mücke ihn sticht und das dann weiterträgt, dann verbreitet sich das umso mehr. Also auch wenn ein Hund die Diagnose bekommt, sollte man wirklich weiterhin
auch andere Hunde schützen und vor allem auch in Deutschland, damit das gar nicht erst weiter dann übertragen wird. Naja, kommen wir zu unserem Alltag mit meinem Hund. Also er bekommt ja jetzt sämtliche Medikamente. Ich habe das heute auch mal zusammengerechnet. Wir sind jetzt ungefähr bei nur Medikamentenkosten über 1000 Euro schon. Das ist natürlich ein ganz schöner Brocken, aber Hauptsache dem Hund geht es wieder besser. Jetzt wissen wir nämlich wenigstens auch, was es ist und können es dementsprechend richtig behandeln. Er bekommt momentan noch das getreidefreie Futter von Terra Canis, weil wir eben auch noch dieser Hautpilz, den er hat, der kann auch noch mit einer anderen Ursache haben, wie zum Beispiel eine Futtermittelallergie oder eine Allergie auf irgendwas, was hier blüht und so weiter. Und deswegen haben wir alles da drauf zurückgesetzt, wie es eben war, wo es ihm total gut ging. Deswegen bekommt er jetzt noch das getreidefreie Futter, aber bei Leishmaniose muss man purinarm füttern und eben auch durch die Medikation, da das sonst auch auf die Organe geht und vor allem die Niere, also die Harnwege, da sehr betroffen sind. Deswegen werden wir jetzt in der nächsten Lieferung auch auf das purinarme Futter von Terra Canis umsteigen. Da gibt es so eine Wetline und auch ein Futter, habe ich schon mit meiner Ernährungsberaterin abgesprochen. Liebe Grüße gehen hier raus an Lisa. Wenn euch das Thema BARF und Ernährung für Hunde interessiert, dann folgt ihr auf jeden Fall. Sie hat Instagram und auch TikTok. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Da findet ihr ihre Kanäle. Sie heißt Rottweiler Liebe und ist eine ganz, ganz tolle Frau, die sich intensiv auch mit dem Thema auskennt. Naja, in dieses Futter kommt dann früh 400 Milligramm Aropurinol. Also das ist eben diese Leishmaniose-Behandlung, was er auch sein Leben lang jetzt wahrscheinlich bekommen wird. Das ist zum Glück auch ein relativ günstiges Medikament. Das kostet nur 6 Euro. Das bekommt er früh 400 Milligramm und abend 400 Milligramm. Weiter bekommt er dann noch das Apokel, das ist eben gegen den Juckreiz. Da bekommt er 1,5 Tabletten. Ist auch arschig teuer, sind 70 Euro pro Packung, aber naja, Hauptsache es hilft dem Hund irgendwie, sich nicht dauernd zu kratzen. Dann bekommt er noch in der Früh eine Antibiotikumstablette gegen den Hautpilz, weil wir jetzt auch genau wissen, welcher Hautpilz das ist und genau dieses Antibiotikum für diesen Hautpilz jetzt auch anwenden. Und da auch meine kleine Bitte an euch, wenn ihr einen Hund habt und ihr habt das Gefühl, ihr habt einen Tierarzt, der einfach nur gibt, ohne wirklich die Ursache gefunden zu haben, dann geht zu einem Tierarzt, wo ihr das Gefühl habt, der ist wirklich ursachenorientiert. Ich hatte zuvor zwei andere Antibiotika für Chabo und die haben gar nichts gebracht, weil es einfach die komplett falsche Ursache war. Und er hat auch Cortison bekommen gehabt eine Zeit lang und es bringt halt irgendwo nichts, einfach nur auf die Symptome drauf zu hauen, aber die Ursache nicht zu bekämpfen. Dann habt ihr so eine Dauerschleife, eurem Hund geht's nicht gut, euch geht's nicht gut und dem Hund ist auch überhaupt nicht geholfen. Also schaut da bitte wirklich, dass ihr da auch immer so ein bisschen Druck macht beim Tierarzt, informiert euch da selber so ein bisschen, was könnte es denn sein, dass ihr sagt, okay, ich möchte das noch untersucht haben, damit ihr auch wirklich die richtige Ursache angehen könnt. Dieses Antibiotikum bekommt er noch mal eine halbe Tablette auch abends. Und jetzt bekommt er eben noch eine Kur, die heißt Miltefuran. Also das ist ein Medikament, das ist auch ziemlich heftig eigentlich. Ja, das ist eben auch nochmal gegen die Leishmaniose, gibt man nur einmal, also das ist jetzt keine dauerhafte Medikation und da ist es eben auch einfach extrem wichtig, dass er überhaupt was frisst, also momentan geht das noch richtig gut, aber es kann auch sein, dass es ihm darauf richtig schlecht geht, ihm schlecht wird, er sich übergibt und so weiter und deswegen ist es jetzt auch zum Beispiel erstmal wichtig, dass er dann überhaupt was frisst und das ist scheißegal was, weil es erstmal überhaupt wichtig ist, den Hund stabil zu halten. Deswegen ist die Futterumstellung auf purinarmes Futter momentan jetzt auch noch nicht so extrem wichtig. Also so hat mir das meine Tierärztin erklärt, das macht auch für mich Sinn. Es gibt auch tatsächlich neue Studien. Ich habe da nämlich auch nachgefragt und das hat mich dann schon ziemlich verunsichert alles, weil ich mir gedacht habe, ich vertraue meiner Tierärztin wirklich 100%. Das ist eine ganz, ganz tolle Frau und ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass sie mir jetzt irgendwie ein Medikament verschreibt, nur des Geldes wegen. Also da absolut nicht. Und ich habe dann aber auch trotzdem nochmal selber nachgeforscht und auch noch meine beste Freundin gefragt, die ist ja Tierärztin auch noch. Und sie hat eine Studie gefunden, wo es nach neuesten Erkenntnissen tatsächlich die beste Behandlung ist, auch wenn es noch nicht die Organe betroffen hat, dass man eben wirklich am Anfang das schon gibt, um so viele Leishmanien wie möglich abzutöten, dass sich das gar nicht so verbreiten kann. Naja, für den Hautpilz machen wir dann noch unsere Dusch-Action. Er wird momentan alle 2 Tage geduscht, es schlägt aber super, super toll an. Ich zeige euch hier mal ein Foto, wie das früher aussah, beziehungsweise vor ein paar Monaten noch, sein Hautpilz. Da haben wir die Stellen schon geschoren und dann sieht man, er sieht ja auch, wie eben die Hautstellen richtig rot sind unten drunter und wie sich das immer weiter verbreitet hat. Und heute sieht das schon sehr viel besser aus und das Shampoo und das Antibiotikum schlägt schon langsam wirklich an. Ich nehme mir dann immer Chabo mittlerweile an die Leine, an eine Hausleine. Früher hatte er ja absolut gar kein Problem mit Dusche, da habe ich gesagt Dusche und er ist einfach reingesprungen.
Mittlerweile sieht das leider ein bisschen anders aus. Er hat da gar keinen Bock mehr drauf, weil er auch komplett nass gemacht werden muss. Also ich muss ihn komplett einschamponieren, beziehungsweise erst komplett nass machen, auch über den Kopf, was natürlich kein Hund mag. Früher war das halt dann so ab und zu mal, da war das auch okay, vor allem nachdem er im Meer war, da wusste er schon ganz genau, okay, jetzt geht's ab in die Dusche. Und jetzt muss er eben leider alle 2 Tage geduscht werden und zwar komplett, nicht nur die Pfoten oder sowas, sondern wirklich komplett. Und da hat er momentan eigentlich nicht so Lust drauf, müssen wir aber eben leider einfach durch. Da würde ich auch niemals jetzt an ihn körperlich rangehen, sondern dafür ist eben auch die Hausleine da, dass wir eine gewisse Distanz auch haben, wo ich ihn auch schon so ein bisschen sagen kann, komm, wir müssen da jetzt halt einfach zusammen durch, aber wo ich ihn eben nicht körperlich bedrängen muss, Körpersprache. Wenn er dann komplett nass ist, wird er natürlich komplett einschamponiert. Da mache ich auch immer so eine kleine Massage drauf, also ich schaue dann, dass es auch richtig in die Haut reingeht, dass es schön einmassiert ist. Und jetzt kommt nämlich immer dieser kleine Knackpunkt, das muss nämlich leider 10 Minuten einwirken, was natürlich für einen Hund auch total doof ist, da hat er eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Für mich auch extrem anstrengend, vor allem bei so einem großen Hund, sich dauernd da so bücken zu müssen, aber was tut man nicht alles für den Hund? Und in dieser Zeit massiere ich das eben eigentlich immer so ein, dass wir da auch gleichzeitig so ein bisschen was Schönes haben, eine körperliche Interaktion. Nachdem das 10 Minuten eingewirkt ist, spüle ich das Ganze auch schon ab. Da sieht man dann auch schon, wie diese Grinde von der Haut alles so runterfällt und abgewaschen wird und dieser ganze Pilzdreck da so mit runterkommt. Chabo. Dann hat mein Hund natürlich die super tolle Angewohnheit, dass er sich nicht in der Dusche schüttelt. Das wäre ja auch viel zu einfach. Nö, dafür gehen wir extra raus und sorgen dafür, dass Diana auch erst recht keinen Bock mehr hat, ihn zu duschen, weil danach die Dusche immer komplett scheiße ausschaut. Aber meine Güte, machen wir halt auch. Dann wird er noch trocken gemacht. Ich mache das immer so davor, schon mal das grobe Nasse weg, dass es nicht ganz so schlimm in meinem Badezimmer aussieht. Aber ich muss es sowieso putzen, also eigentlich wäre es egal. Ja, und dann murmel ich ihn immer so richtig in eine Decke ein. Ich werde jetzt auch einen Bademantel bestellen, beziehungsweise habe ich schon bestellt. Der kommt jetzt dann auch bald an. Werde ich euch auch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, wie ich den denn finde. Aber da es jetzt eben momentan auch trotzdem schon ein bisschen kälter wird, ist mir das extrem wichtig, dass ihm warm ist. Also gerade ist es bei uns auch draußen sehr warm. Er hat jetzt erstmal drinnen sich ein bisschen akklimatisiert und dann mache ich auch immer die Heizung an. Dann lag er jetzt eine Zeit lang hier im Schlafzimmer, wo natürlich durch die Sonne, die direkt in unser Schlafzimmer scheint, es wirklich warm ist, also brauchst du auch keine Heizung. Und da es jetzt aber auch windstill ist und Sonne scheint, ist er jetzt bei mir draußen auf dem Balkon. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Wir haben 15 Grad, also da habe ich jetzt auch nicht so die Sorge, dass er sofort krank wird. Er war ja jetzt neulich krank, hatte Husten, obwohl ich da wirklich in der Zeit, war es auch wirklich kalt, geachtet habe, dass er trocken ist, dass er geföhnt ist, dass ihm warm ist. Aber das Immunsystem hat natürlich durch die ganzen Medikamente auch ein bisschen gelitten und er war ein bisschen anfälliger dafür. Da habe ich ihn ja dann auch inhaliert. Also da geht es ihm jetzt wirklich super gut wieder. Er hat gar keinen Husten mehr seit 2 Tagen, also nicht einmal gehustet. Da hat das Inhalieren wirklich Wunder bewirkt. Also auch so ein kleiner Tipp am Rande, wenn euer Hund erkältet ist, inhaliert mit ihm, holt euch so eine Box, so eine Transportbox. Muss nicht eine sein fürs Auto, also ich habe jetzt eben eine fürs Auto, die habe ich oben aufgebaut. Dann nehmt ihr eine Decke, packt die oben drüber, tut euren Hund da rein, kocht einen großen Topf voll Tee. Ich habe dafür jetzt Kamille genommen, macht die Tür zu, stellt diesen Topf vor die Gittertür und macht die Decke drüber. Und dann kann der Hund da mal 10 Minuten drin sein. Ich habe das mehrere Male am Tag gemacht, das hat wirklich super geholfen. Also ihm hat es auch richtig gut getan, das habe ich auch gemerkt. Er ist da ohne Probleme rein, er ist da von selber rein. Er hat schon gemerkt, wenn ich mit dem Topf ankam, ist er schon immer in die Box selber gerannt und ich habe die nicht aufgebaut. Also ich habe mit ihm nicht das Training Box aufgebaut, sondern da einfach in dem Moment, okay, er kennt das Wort Bettchen, da weiß er schon, okay, da soll er jetzt hingehen. Aber danach insgesamt ging das ratzifatzi, weil es ihm eben auch einfach gut getan hat. Wenn ihr noch Wünsche, Anregungen zu irgendwelchen Hundekrankheiten habt, beziehungsweise da was Genaueres wissen wollt, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich werde mal gucken, ob ich eine Tierärztin dazu bekomme, mit mir ein Video zu drehen. Dann könnten wir das ja auch zusammen machen mit eben medizinischem Fachpersonal, weil das bin ich einfach nicht. Da will ich mich auch gar nicht so hoch hinstellen, dass ich da sage, ich habe da absolut die Ahnung, die habe ich nicht. Aber vielleicht bekommen wir das ja hin. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf eure Hunde auf und ciao, ciao.